Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zu Dysterra. Ja, wir werden Dysterra im Einzelspieler ein bisschen spielen. Ich werde es ein bisschen anzocken. Ich werde es euch zeigen. Wie ihr schon auf dem Monitor seht, es ist eine Beta. Es ist der Playtest der Beta. Genau, für die nächsten zwei Wochen laufen jetzt mal ein paar Server. Wir werden uns das Spiel anschauen. Es ist ein Survival-Shooter. Jeder weiß, Kanal ist ein bisschen auf Survival und Strategie ausgerichtet. Genau mein Ding eigentlich. Gerade die Kombination mit Shooter wollte ich unbedingt testen. Ich habe mich sehr auf Dysterra gefreut. Mal schauen, wie meine Freude jetzt gleich im Einzelspieler wären wird oder wie lange meine Freude anhält. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Wir hatten es auch am Mittwoch, wollten es Ran und ich zusammen im Stream spielen. Wir haben es partout nicht geschafft, den eigenen Server zu stellen. Das ist relativ kompliziert. Man kann nicht einfach hier auf Erstellen klicken, sondern man muss einen dedizierten Server erstellen und hier und da und dralala. Es war ein Desaster. Ich habe ihn nicht gestellt bekommen. Rado hat ihn nicht gestellt bekommen. Warum auch immer. Die offiziellen Server, darauf sind wir dann spielen gegangen. Man sieht, hier ist noch mein Charakter. War auch ein Desaster. Es steht zwar schön Ping 11 dort. Es hat gelaggt wie Sau. Ging im Stream gar nicht. Deswegen sind wir dann auf 7 Days to Die geswitcht. Und jetzt werde ich euch das Spiel einfach alleine ein bisschen im Einzelspieler zeigen. Auch ihr seht hier fortsetzen. Ich hatte schon angefangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Neues Spiel. Achso, das sind die Einstellungen, die man tätigen kann. Anzahl NSCs, Chance auf Niederschlag, Fahrzeuggeschwindigkeit. Aber wir lassen einfach die Standard-Einstellungen. Wir machen gar nicht lang rum. Sagen Einzelspieler starten und fertig. So, jetzt gibt es erstmal einen Schuss Kaffee für mich. Dauert jetzt kurz das Rumgelade. Also, Dysterra, was ist der erste Eindruck? Ich habe keine Ahnung, wann das Spiel erscheinen soll. Ich hoffe ein bisschen nicht dieses Jahr. Es fehlt mir noch einiges, beziehungsweise ich muss es eigentlich anders sagen. Ich müsste mich mal schlau machen, wie viele Entwickler das sind. Wenn es jetzt so ein oder zwei Entwickler sind, dann ist es vollkommen okay. Wenn es ein richtiges Entwicklerteam ist, dann ist es nicht okay. Kommt gleich dazu. Also wir haben hier Charakterstellung, männlich, weiblich. Gibt's gar nicht. Geil, habe ich noch gar nicht ausprobiert gehabt. Sieht man mal, man kann das Gesicht ein bisschen einstellen. Also alles eher rudimentär. Haare natürlich. Alles noch ein bisschen rudimentär. Maschinenarm, um den geht's dann ein bisschen. Aber interessiert mich nicht, aber ich gestehen. Ja, Tutorial, mach mal mit. Interessiert mich jetzt nicht, wie rudimentär die Charaktergestaltung ist. Also mal ehrlich, gibt Wichtigeres. Sowas muss für einen Playtest für mich nicht ausschlaggebend sein. Der Umfang, den kann man im Nachhinein reinkopieren. Ihr seht, wir stürzen auf den Planeten ab. Kein Text dabei bisher. Aber kommt gleich, das Tutorial ist damit Sprachausgabe. Und ich finde gar nicht mal so schlecht. Ladezeit ist ein bisschen lang. Naja, obwohl, geht. Okay, geht doch nicht, geht ein bisschen weiter. Ladezeiten sind insgesamt, auch wenn man das Spiel startet und so, alles ein bisschen lang. Oh, ich muss mich woanders hinschieben, weil, ich mach's mal hier hin. In der Mitte kommt jetzt gleich der Text. Hey, can you hear me? I'm so glad you're alive. I thought you might be dead, since you were just lying there. I am Vanessa Holden, one of the pioneers. We help outcasts like you. I'm sure Orbis coerced you into mining Terracite and bringing it back, right? Don't worry, I'm not a watchdog sent by Orbis authorities. You'll soon find out why we're trying to help you. Just focus on learning how to survive for now. Regardless of whether you choose to stay on Earth or go back to Orbis, you have to stay alive first. So, Hauptpunkt. Use the moving keys to move around. Ist jetzt erstmal, genau, Steuerung und so. Man braucht am Anfang immer ein paar Minuten, deswegen habe ich mich die ganze Zeit bewegt. Wegen den FPS. Genau, wir haben jetzt oben links, ihr seht jetzt unsere Quest, also unter der Minimap unsere Quest. Rechts ist die Tastenbeschreibung, sage ich mal. Unten links Leben, das Gelb, also das Rote ist Leben, das Gelbe ist Hunger. Das drunter, wo die Farbe noch nicht da ist, ist Batterie. Und in der Mitte, Quickslots. Wir werden jetzt einfach mal direkt ein bisschen starten, damit die ersten Sachen, die ersten
Balken wieder gefüllt sind. Also einmal haben wir uns jetzt verbunden. Blinking in the lower left corner of the screen? It means that your machine arm is low on energy. Deswegen benutzen wir jetzt die Batterie. On one of the quick slots to recharge it. Press the number of the quick slot with the battery pack. To start, make sure you don't go to a dangerous area though. Check the danger level displayed on the mini map in the upper left corner of the screen. If you go to a highly dangerous area, you'll just die right away. So don't try to get adventurous. Also Gefahrenstufe ist klar, wenn ich jetzt mal M drücke, seht ihr hier die roten Bereiche, da geht die Gefahrenstufe dann hinauf. Genau, wir sollen mal kurz scannen. Man sieht schon, hier hinten ist Essen zum Beispiel. While Vision Scan is active, it consumes energy, so make sure not to waste it. Of course, you can use a battery pack again to recharge energy. Oh, kann man jetzt machen? You should be able to find some canned genau, sammle Dosen. Wir zerlegen jetzt erstmal hier unsere Kapsel. You might get attacked by wild beasts or other exiles on the way, though. Press the number of the quick slot with a pistol to hold it in your hand. Once you make it to an abandoned building, use the vision scan I told you about earlier to find canned food more easily. Once you find canned food, you can press Indirection Key to put it in your inventory. So, ihr seht schon, ich bin direkt einfach ins Looten gegangen. Hier liegen überall Sachen. Auf den offiziellen Servern sind natürlich bis zu 100 Spieler unterwegs. Das heißt, das meiste ist hier wahrscheinlich schon weg. Deswegen bringt es jetzt nicht so viele. Wir haben schon die ersten Dosen gesammelt, also die ersten Bohnen, die werden aber nicht angezeigt, wahrscheinlich weil ich sie aus dem Zerlegen bekommen habe. Was ich gar nicht weiß ist, was passiert, wenn ich ins Wasser springe. Okay, schwimmen, das finde ich schon mal cool. So, dann habt ihr schon mal das erste, wo ich sage, bei dem Spiel, großes Team, kleines Team. Wenn man sich die Häuser anschaut, es ist immer das gleiche Haus. Es ist immer das gleiche Haus. Wo bin ich denn? Ah, unten rechts. Okay. Finde ich gerade sehr interessant. Ich habe in meinem Einzelspieler, was ich Test gespielt habe, hier unten in der Mitte gestartet. Im Stream mit Rado habe ich hier hinten gestartet oder hier oben. Da war dazwischen kein Wasser. Also sie haben durchaus ein bisschen Abwechslung eingebaut. Aber das Haus ist immer 1:1 der gleiche Aufbau. Ich muss nur, ja, da ist ein Roboter, deswegen ziehe ich mal die Pistole kurz raus. Das sind die Gegner quasi. Oh, ich habe nicht nachgeladen, scheiße. An outdated Android. A relic you only find in a museum back in Orbis. It normally doesn't attack people. Its system must be seriously buggy. Back when we pioneers stayed in this building, it used to help us a lot. This makes me sad. Okay, wir gehen jetzt direkt nach oben und holen uns mal die Dosenbohnen. Also hier haben wir überall Sachen. Also man merkt schon, looten. Okay, noch eins rauf. Kann man hier überall. Dann rauf hier. Wo sind die Bohnen? Hier. Bohnen. Bohnen. Dann essen wir hier doch gleich mal. Out in the wild, you can gather edible plants like mushrooms. You can also hunt animals and cook their raw meat using a barrel grill or a grill. Ja, muss man aber auch erstmal craften können. Did you get all the materials? Press crafting key and select one of the armor pieces marked with an exclamation mark to craft it. So, wenn wir Tabulator drücken, on your machine arm. Sehen wir schon, wir haben hier verschiedene Reiter, wir haben einmal das Tagebuch für unsere Quests und sowas, wir haben ein Inventar, logischerweise. Sollte man sterben, die Sachen, die hier auf diesen drei grünen Slots sind, das sind sichere Plätze, die würden wir behalten, wenn wir sterben. Herstellen ist klar, das machen wir auch gleich. Fertigkeiten, wir kriegen Level-Ups, sind momentan unterteilt in Überleben und in Ressourcen. Einrichtung, so verschiedene Gebäude, sagt mir selber noch nichts, habe ich noch nicht benutzt. Briefkasten, ich glaube, man kann sich online dann Sachen hin und her schicken. Und Überlebende, wenn wir einen Server hätten, könnten wir hier Teams und sowas bilden. So, wir sollen ein Hemd hin und her schicken. Machen wir mal das Grüne hier einfach. Hin und her schicken. Bauen und anziehen. So, was ich gerade sagen wollte, genau, die Häuser sind alles die gleichen. Für mich schaut das so aus, als wenn das wahrscheinlich ein kleines Entwicklerteam wäre. Ein, zwei Leute. Und die haben im Endeffekt eine Welt gebaut. However, if you install a sleeping bag or a bed ahead of time,
You can respawn there after dying. Genau. Haben sich labern halt noch mehr. You should pick an obscure spot, so mean exiles don't destroy your sleeping bag. So. Haben grundsätzlich eine Welt gebaut, haben dann sich wahrscheinlich von irgendwoher so ein Ruinenhaus gekauft, also ein fertig designtes Ruinenhaus und haben das einfach hier überall wild hingesetzt. Also schon ein bisschen mit Überlegung, aber es schaut halt so für mich aus, als wenn, da das immer die gleichen Häuser sind, als wenn sie sich nicht die Mühe gemacht hätten und da verschiedene Ruinenhäuser gekauft hätten. Es ist sogar so, dieses gelbe Ding ist übrigens, bin übrigens ich. Man kann hier so einen Marker setzen. Ich habe das blöderweise mit auf die Nachladentaste gesetzt, also auf R, weil ich grundsätzlich immer mit der mittleren Maustaste nachlade. Jetzt passiert es mir aber ab und zu, dass ich auch das R drücke. Okay, irgendwo ist ein Roboter da. Ja, selbst die spawnen halt immer an fast der gleichen Stelle. Also es gibt in diesen Ruinen nur zwei oder im Erdgeschoss zwei Slots, wo die spawnen, oder zwei Punkte, wo die spawnen. Eins noch im ersten Stock gibt es auch noch einen Punkt, wo sie immer spawnen. So, wir haben keine Munition mehr. Wir stellen mal schnell Munition her. Braucht nur Metall. Und wir sollen einen Schlafsack herstellen. Machen wir auch gleich. Ja, wie gesagt, dann gehen die FPS immer in die Knie. Jetzt zum Beispiel, man sieht es rechts oben. Seht ihr es auch? Nein, ihr seht es nicht. Sehe nur ich gerade. Ich habe gerade nur 16 FPS. Also, ich habe jetzt keinen High-End-Rechner mehr. Wie ich mir den Rechner vor 2 Jahren gekauft habe, war es ein High-End-Rechner. Meine Rechnerbeschreibung ist ja in der Videobeschreibung. Ich habe eine 2080 Ti eigentlich drinnen. Also, ich spiele auf 4K. Habe eine High-Einstellung, aber mal ganz ehrlich, ich spiele ganz andere Spiele in größeren Grafikeinstellungen. Dass mein Rechner bei sowas so in die Knie geht. Habe ich Datenverluste? Nein, OBS passt. Naja, könnte man auch noch ein bisschen nachschieben oder nachprogrammieren. Ich bin jetzt da keiner, der sich da großartig auskennt. Aber ich habe jemanden, den ich kenne, der sich mit der IT gut auskennt, und dem sein Kommentar ist immer, ja, da ist die Technik schlecht programmiert bei sowas. Keine Ahnung. Also die Grafikdesign ist quasi schlecht programmiert irgendwie. Da kenne ich mich nicht aus, da müssen die Profis was dazu sagen. Ich merke nur, meine FPS gehen das ja gerne mal kurz in die Knie. When you select my bed from the respawn screen, you'll be respawned at the location of that sleeping bag or bed. However, when you respawn, you'll lose the items you're carrying except for the ones in the secure slots of your inventory. The rest will be dropped at the spot of your death. You have to go back there and retrieve them before someone else takes them. Da, jetzt haben wir gerade gehört, wie das mit den Secure-Container ist. And install it on the ground, storing items in there. Of course, you want to pick a spot where others won't find it. Ja. Ja, wir sollen jetzt gleich einen getarnten Secure-Container bauen, wobei den können wir schon mal bauen. Tarnlagerkiste, genau. Trotz allem gehe ich noch ein bisschen looten. Ich will auch den Schlafsack noch nicht setzen, weil, also dass man jetzt hier stirbt, ja, hier ist mal ein anderes Häuschen, ist jetzt eher ungewöhnlich. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Die Gegner sind ein bisschen simpel. Hier ein paar Gebäude drüber. Nehmen wir auch mit. Kabel brauchen wir auch gleich. Werdet ihr dann sehen, für was. Also ich finde es grundsätzlich schon ein interessantes Spiel. Wie gesagt, ich muss mich mal über den Entwickler ein bisschen schlau machen. Habe ich den gelootet? Nein. Ich muss mich mal ein bisschen über den Entwickler schlau machen. Wer was das ist. Es ist ein bisschen sehr rudimentär gehalten. Riecht also einfach nach einem kleinen Team, nach einem kleinen privaten Vergnügen. Dafür müsste ich dann aber sagen, wenn es wirklich ein kleines Team ist, Leute, gute Grafik.
Also mir gefällt grundsätzlich, wenn man so in die Entfernung schaut, mir gefällt hier so die ganzen Ruinen, die Bäume. Ja, geht alles ein bisschen besser, aber ich bin jetzt nicht so der Grafikfetischist. Ich finde, hat Hand und Fuß. Auch wenn ich mir meine eigene Waffe, meinen eigenen Roboterarm und so anschaue, hat Hand und Fuß. Da möchte ich nichts dagegen sagen. Finde ich schön gemacht. Wie gesagt, das Einzige, jedes Gebäude schaut halt immer gleich aus. Du weißt ganz genau, wo die Sachen droppen oder beziehungsweise wo die Sachen spawnen und so weiter und so fort. So, wir gehen jetzt mal direkt hier ein bisschen nach oben. Wo ist die Straße? Ich möchte direkt ein bisschen in die höheren Schwierigkeitsgrade gleich gehen. Genau, hier Hirschen könnte man theoretisch auch jagen. Hier Pilz zum Essen. Hier unten ist ein Material. So, hier bauen wir jetzt mal kurz Schlafsack und Container hin, damit das Tutorial weitergeht. Materials, so you can branch out. You need to explore further. However, that would also increase your chance of getting hurt. Genau, wir sollen jetzt das Heilprotokoll herstellen. Crafting healing protocols using a workbench can save you some materials. If you need more crafting materials, look in the abandoned buildings. The machine arm saves the experience you gain as you try to survive. When the experience points reach a certain level, you can upgrade your machine arm. Press the skill key and upgrade something. Gut, wir sollten jetzt einmal das Heilprotokoll herstellen, entweder an der Werkbank oder einfach so. Problem ist, da braucht man Mikrochips, die habe ich noch nicht genügend, was mich gerade wundert, weil wir haben doch schon den einen oder anderen Roboter umgenietet. Oder wir sollen halt die Werkbank herstellen. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Muss auf einem Stromverteiler platziert werden. Ja, geil. Also gut, Werkbank ist schon mal unnütz gewesen. Na gut. Wusste ich jetzt nicht. Ich dachte mir, erstellen wir jetzt einfach mal, wenn wir schon können. Na gut. So, wir können einen Skillpunkt verteilen. Also man sieht schon, wir haben hier einmal Überleben und Ressourcen. Überleben, klar, ich habe mehr Leben, mehr Energie, mehr Essen, mehr oder ich kann mich Essen ergibt mehr. Essen gibt mehr Essen, stimmt es so? Nahrungsgegenstände sind effektiver. Essen füllt mehr die Leiste. Oder Sättigung verringert, genau, wir machen mehr Schaden. Deine Nachladezeit ist verringert. Unten mehr Luft, wenn wir tauchen. Genau, wir können gleiten, wenn wir springen. Das kostet aber unglaublich viel Energie, habe ich schon ausprobiert. Wir können hacken, wir machen mehr Nahkampfschaden. Nahkampf finde ich im Spiel komplett sinnlos, weil man Munition ganz easy craften kann. Man braucht nur Metall. Dann Ressourcen, wir kriegen aus allem mehr raus. Und genau da fange ich schon an. Ich will als erstes mehr Metall haben, weil da kriege ich einfach ja, mehr Munition zum Beispiel und sowas. Genau, Struktur können wir dann auch noch bauen. Also das alles noch ein bisschen, auch ein bisschen wenig, aber sei mal dahingestellt, egal. So, wir müssen dann Roboter vernichten, damit wir mehr Mikrochips bekommen. Das nehmen wir noch schnell mit hier. Terasit brauchen wir zum Beispiel, um Batterien zu bauen. Da haben wir zum Beispiel einen Chip. Da wusste ich gar nicht, dass man die hier auch rausbekommt. Was haben wir noch? Sensoren. Cool. Ja, hier sind ja mehrere so Dinger. Man sieht's. Werden uns angezeigt wegen dem Tutorial gerade. Nehmen wir doch gleich mal mit. Ja, ist immer nur einer. Wir haben jetzt 4 Stück. Ich glaube, 6 brauchen wir. Na, wie heißt das Teil? Heil? Ja. Ah, 5. Okay. Einen Chip brauchen wir noch. Einen noch. Was ist hier? Nix. Nix ist da. Ah, nehmen wir auch noch mal mit. Ja, schön abbauen, alles mit unserem Roboterarm. Also, das muss ich sagen, finde ich schon cool gemacht. Also, man sieht, der Arm und alles schaut gut aus. Also, von dem her. Mich wundert es eigentlich, dass dann die Häuser alle gleich sind, dass man da dann Abstriche gemacht hat. Aber vielleicht ist es jetzt auch nur in der Beta so und später ist es ein bisschen was anders. Das mag durchaus sein. So, jetzt haben wir das Heilprotokoll herstellen.
Kaffee für mich in der Zwischenzeit. Equip the crafted protocol on the lower left part of the character window. The equipped protocol will be automatically added to a quick slot in the lower right corner of the screen. Then, you can use it by pressing its exclusive quick slot. You need materials to craft a new firearm. I think you'll need to fight a combat robot. So make sure you get some ammunition, food and medical supplies before you leave. So, heißt jetzt folgendes, wir können jetzt, wenn wir die Taste Z drücken, haben wir quasi eine Fähigkeit zugewiesen. Ja, und zwar können wir uns damit heilen. Z, zack, fertig. Jetzt hat das eine Abklingzeit. Wir essen mal noch ein bisschen was. So, und jetzt sollen wir Orbis Sturmroboter töten. Das war so ein bisschen der Grund. Ich weiß, dass die zum Beispiel in größeren Hallen sind. Hier in der Halle zum Beispiel waren welche drinnen. Jetzt könnten wir höchstens... Was ist das hier hinten? Oder wir gehen halt direkt in den roten Bereich. Wir sackeln mal kurz den Schlafsack wieder ein. Wir können den ja überall hinlegen. Wir schauen jetzt einfach mal, wo wir die Orbis-Sturmroboter finden. Das ist nämlich dann die nächste Stufe quasi. So, wir essen unsere Pilze hier noch. Die bringen nur ganz wenig Punkte. Also Nahrungspunkte. Die Orbis-Sturmroboter sind die nächste Stufe. Also die können dann zum Beispiel schon mit einem Schild oder sowas kommen. Halten ein bisschen mehr aus und so. Ist jetzt auch nicht wirklich ein Gegner. Ja, wenn wir J drücken, kommen wir ins Tagebuch rein. Da sehen wir diese ganzen Tutorials und so, die uns gegeben wurden. Die wir abgeschlossen haben und könnten man nochmal nachlesen, theoretisch. Wir nehmen hier mal noch ein bisschen Stein mit. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht so viel genommen. Und wir bauen uns dann ja auch ein Häuschen. Können wir eigentlich... Klamotten bringt es Rüstung, Natur, genau. Aber wir haben hier zum Beispiel, wir könnten uns noch eine Hose bauen und Schuhe bauen. Nebenbei. Oh, wo muss ich denn hin? Ja, ein bisschen. Also hier könnte man bestimmt auch rein. Aber ich wollte ja erstmal in dieses längliche Haus gucken. Das ist wohl hier. Ah! Boah, ein Bär. Den habe ich ja noch gar nicht gehabt. So, jetzt habe ich zum Beispiel R gedrückt. Ein Bär. Okay, den hatte ich noch nicht. War jetzt kein Problem. Aber kannte ich halt noch nicht. Ja, aber es sind auch nur normale Häuser. Das hier sind auch nur normale Häuser. Liebe Spieche, jawohl. Komm, wir legen einfach mal den Schlafsack. Ja. Nicht in Strukturen reinlegen. Mal kurz den Schlafsack hier hin. Da liegt schon ein toter Android. Wir brauchen aber. Okay, wir hören schon. Orbis Assault Bots are some of the weaker combat robots. Oh, wie viel kommen denn hier? Still, they can pose a threat if they gain up on you as a group. Noch zwei, drei. You can get materials for an assault rifle from robots. Kill more of these robots and craft an assault rifle. Ja. Also ihr seht, Kämpfe, auch wenn das jetzt vier Stück waren. Könnte auch schlimmer sein. Das waren jetzt schon übrigens die Sturmrobots. Aber keiner mit dem Schild dabei. Also es waren jetzt ganz billige. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt anders waren. Wow, jetzt hat es mich gerissen, du Drecksau. Jetzt. Okay. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Wie wechsle ich jetzt auf meine Faust? Ja, ich würde gern irgendwie... Wie schlage ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt schlage.
Ich habe auch noch keine Nahkampfwaffe bisher. Ja, das ist jetzt eine doofe Situation gerade. Ja, wieso baut der denn jetzt die Stiefel? Ah! Nein! Okay, ich bin... Blöder Fehler. Man muss hier immer richtig schön draufklicken, ansonsten klappt das nicht. Das ist ein bisschen... So, Munition. Nein, andere Taste. Ja, jetzt komm her. Jetzt komm her, mein Schatz. Ja, okay, das war jetzt mein Fehler. So, jetzt gucken wir als erstes mal, wo ist denn eigentlich Nahkampf? Gibt's nicht? Okay, es gibt also extra Nahkampfwaffen. Vielleicht nur zur Info. Wir bauen jetzt als erstes leichte Munition. Sind 110 Schuss. Okay, also wenn man natürlich nicht drauf achtet, dann ist es ein bisschen blöd. Das waren jetzt viele Gegner. So, was sollen wir eigentlich machen? Sturmgewehr sollen wir herstellen. Da brauchen wir einfach Metalle. Okay, dann gehen wir halt hier rein. Also wir hören ihn schon wieder, den nächsten Roboter. Kommt anscheinend jetzt gerade nicht zu uns. Jetzt vielleicht schon. Da oben ist er. Okay, hier, Bug. Die hüpfen nicht runter. Oder wer weiß, ob es ein Bug ist. Kann doch einfach nur schlecht programmiert sein. Aber gut, sowas kann natürlich in der Beta vorkommen. Da ist ein Roboter, ein Toter. Okay, hier gibt es dann schon ein bisschen mehr zu looten. Coole Geschichte. Ah! Den habe ich jetzt nicht gehört. Ist der hinter mir gespawnt? Batterie. Ja, wir wollen mal da oben noch raufschauen. Ja, also der ist jetzt hier definitiv gespawnt. Unsere Pistole ist übrigens auch fast kaputt. Müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir gleich ohne Pistole dastehen. Na, wo waren wir denn die zwei? Ah, die sind schon despawned anscheinend. Da haben wir noch was. Wie viel leichte Munition stellen wir denn gerade her? Habe ich schon die... Also erstmal, wir haben Schuhe. Wir haben Hose. Ich habe aus Versehen ein zweites Paar Schuhe hergestellt. Die kann man wegwerfen. Aber Waffe haben wir noch nicht, weil ich nochmal auf Munition geklickt hatte. Aber jetzt kommt das Sturmgewehr. Und Leute, aber für die erste Folge war es das jetzt. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt hier... Na, Pause gibt es gar nicht. Kann ich mir jetzt sparen, hier auf Escape zu drücken. Wir schauen uns das Spiel jetzt ein bisschen an, ein paar Folgen. Wir machen uns dann einen kleinen Eindruck. Ja, ich hoffe, euch gefällt die ganze Geschichte. Abo-Button drücken, wisst ihr ja. Euch kostet nichts, mir hilft es ungemein. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.